With Wings and Roots ist eine transnationale und crossmediale Initiative, die sich in erster Linie damit beschäftigt oder das Ziel hat, bestehende Debatten rund um die Themen Integration und Migration aufzubrechen. Wir machen, werden Sie gleich auch nochmal im Detail erfahren. Was heute im Mittelpunkt steht oder was nochmal der Anlass ist, diese Veranstaltung zu machen, ist, dass heute Reimagining Belonging, die Website, gelauncht wird. Nach monatelanger, jahrelanger harter Arbeit und Auseinandersetzung mit der Migrationsgeschichte in Deutschland und den USA. With Wings and Roots sind rund 20 Personen, FilmemacherInnen, BildungsarbeiterInnen, DesignerInnen, ProgrammiererInnen in Berlin, New York und Seattle. Und was eben gemacht wurde mit Reimagine Belonging ist, es wurde eine interaktive Website entwickelt mit einer Zeitleiste der Migration, sozialen und politischen Rechten und Zugehörigkeit in Deutschland und der USA, die verbunden werden mit persönlichen Geschichten junger Menschen. Die Veranstaltung selbst ist, oder das Projekt ist auch gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und findet in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und Cultures Interactive statt. Soweit. Ich denke, ich werde jetzt nicht den ganzen Ablauf des Abends skizzieren. Sie haben auch das Programm vor Augen. Ich möchte jetzt beginnend gerne Christina Antonakos-Wallace und Olga Gerstenberger einladen, die nochmal Ihnen das Projekt Reimagine Belonging im Detail vorstellen werden. Hello, welcome everyone. I think that everyone was informed already that there is translation. If you didn't get a translation device, you can get it in the back right corner. Olga and I are going to switch languages, so please take advantage of the wonderful translation that's being offered tonight if that helps you understand the presentation. That's the practical detail. I'm Christina Antonakos-Wallace, the director of With Wings and Roots, and we have some feedback. And I'm Olga, I'm actually not speaking German, right? Also ich werde, und das ist nämlich die Idee des ganzen Vortrags, dass wir uns abwechseln in der Sprache und wenn es mir passiert, dass ich nicht dran denke, einen kurzen Hinweis geben. Also genau, ich bin Olga und ich bin die Projektleiterin von Unerhörte Geschichten, was ein Teilprojekt von With Wings and Roots ist und wir erzählen später noch ein bisschen mehr dazu und ich freue mich auch sehr, dass Sie alle da sind und auf den heutigen Abend. So you probably noticed our tagline or our title tonight for the panel is Reimagine Belonging. And we wanted to start the conversation inviting the energy in of a philosopher and activist. From the United States, named Grace Lee Boggs. How many of you have heard of Grace Lee Boggs before? Okay, just a couple. So the rest of you are in for a treat. Grace Lee Boggs is nearly 100 years old. She might have already turned 100 years old. And we're going to let her inspire us a little bit if the technical things work for us. Sometimes they do, sometimes they don't. There we go again. Okay, I didn't hear the sound coming from the mic. No? No, the sound was coming from my computer. Thank you for your patience. Steckst du richtig hier? Ist das so, und jetzt Lautstärke hier. Ist die Lautstärke? Ja, ja. Okay. Must go. Okay.
So maybe I'll talk while it loads. So when we started with Wings and Roots, it was almost 10 years ago. I was a young person living in New York City and struggling with my own questions of belonging and identity, and had the quite profound experience of spending some time in Greece, which is where part of my family comes from, and being mistaken for an Albanian immigrant and being repeatedly discriminated against. And it was through that experience that I was really interested in how having a transnational look at migration might actually bring new perspectives into the immigration and anti-racism work that we were doing in the US and that I was already engaged with. And so hopefully Grace will talk to us about that. If not, we can open her on another, yeah, on another system. Yeah. Thanks for bearing with us. Do you want to take over for a second while I open that file? Uh-huh. Yeah. Grace Lee Boggs, did you talk a little bit about her? So, also sie ist eine Philosophin, eine Feministin, eine Aktivistin aus den USA, ist wie gesagt mittlerweile 93 Jahre alt, das war schon älter, 99 Jahre alt und seit vielen Jahren aktiv, vor allem in Detroit. Und sie hat so ein wunderschönes Statement gebracht und einen, den wir eigentlich gerne zeigen wollten, um den Spirit von ihr in den in den Raum hier heute Abend reinzubringen. Und ich glaube, da ist es auch. I'm a very old woman. I was born in 1915. In what is later known as the First World War, 2 years before the Russian Revolution. And because I was born to Chinese immigrant parents, and because I was born female, I learned very quickly that the world needed changing. But what I also learned as I grew older was that how we change the world and how we think about changing the world has to change. In the 1950s, Einstein said, the splitting of the atom has changed everything but the human mind, and thus we drift toward catastrophe. And he also said that imagination is more important than education. In other words, the time has come for us to reimagine everything. We have to reimagine work and go away from labor. We have to reimagine revolution and get beyond protest. We have to reimagine revolution and think not only about the change in our institutions, but the changes we have to make in ourselves. Okay, with those words, she's really inspiring and sort of a living legend that while she's around, it's good to appreciate her, follow her, read up on what she's doing, because she's still actively doing activist work in Detroit at the moment. So she's an amazing woman. And we thought, perfect, appropriate way to start this evening. And we wanted to go from that, and I'm doing this little dance again, into showing the trailer from With Wings and Roots, the feature-length documentary, which will be coming out in the fall, which explores how the four protagonists who are featured in the film are reimagining belonging in their lives. I mean, I have cultural and social citizenship to this country, but I don't have legal citizenship, which means a lot. You have to be very, very crafty about how to make it. The
was es für mich bedeutet, als Roma in Deutschland zu leben. Ja, keine Ahnung, es hat halt, es ist halt schon so ein bisschen immer fremd sein im eigenen Land. Ich bin halt zwischen zwei Stühlen aufgewachsen, ich habe zwei Kulturen durfte ich erleben und ich habe für mich das so geregelt, dass ich mir einfach von beiden das Beste genommen habe. Ich bekomme immer eingeimpft, wo ist mein Wurzelhaar. Andererseits beschreiben die Leute mich als diejenigen, die entwurzelt sind, rausgerupft aus einem anderen Erde, reingesetzt woanders und muss mich halt hier mutieren, um klarzukommen. Being a Sikh has been really hand in hand with my political development as someone who's fighting for social justice and everything I try to do. We're here to tell the DOE that we are impatient. Our communities are under attack and we can't just sit around and just work hard and stay quiet. So, ausgehend von den Geschichten, die wir jetzt im Trailer gesehen haben, möchten wir ein bisschen den Kontext, den sozialen, politischen, kulturellen Kontext dieses Projekts, aber auch dessen der Arbeit, die wir generell machen und über die wir heute auch reden wollen, versuchen wiederzugeben. Zwar mit Ausschnitten aus dem Trailer von den Personen, die wir gesehen haben. Zum einen Tanja. Tanja ist mit 4 Jahren aus Bolivien mit ihrer Familie in die USA eingewandert und ihr Vater und ihr Bruder besitzen die amerikanische Staatsangehörigkeit, sie und ihre Mutter nicht. Sie haben keinen legalen Status. Und Tanja versucht als Teil der Dream Activists, sich für eine Legalisierung von jungen, undokumentierten Menschen einzusetzen. Mit der Aussage, I have social and cultural citizenship, but not legal citizenship, stellt sie die Frage, ab wann jemand zu einer Gesellschaft dazugehört. Was bedeutet es, wenn du in dem Land, in dem du aufgewachsen bist, in dem deine Familie und deine Freunde leben, keine Ausbildung machen darfst, nicht arbeiten, nicht wählen darfst? Gelten Menschenrechte nur für diejenigen, die im Besitz einer Staatsangehörigkeit sind, beziehungsweise eines Aufenthaltstitels? Und welchen Stellenwert hat Staatsangehörigkeit, wenn sie dir auch wieder aberkannt werden kann, wie es in der deutschen und in der amerikanischen Geschichte der Fall war? Miman ist in Düsseldorf geboren. Seine Eltern sind aus Mazedonien im Rahmen der sogenannten Gastarbeiterabkommen nach Deutschland eingewandert. Er gehört zu der Minderheit der Roma. Doch was bedeutet es, Teil einer Minderheit zu sein? Wer bestimmt, wer die Minderheit und wer die Mehrheit ist? Und welche Ausschlüsse und Privilegien sind damit verbunden? Mit dem Ausdruck Fremdsein im eigenen Land, angelehnt an ein Lied von Advanced Chemistry, beschreibt Miman das Lebensgefühl vieler junger Menschen, die in Deutschland geboren wurden und denen immer wieder das Gefühl vermittelt wird, nicht Teil zu sein oder nicht zugehörig zu sein. 2006, als Christina mit den Aufnahmen begonnen hat, war in Deutschland die Integrationsdebatte auf ihrem Höhepunkt. Doch diskutiert wurde nicht, wie die rechtliche und soziale Gleichstellung von Migrantinnen erfolgen kann, sondern was sie leisten müssten, um Teil dieser Gesellschaft zu werden, unabhängig davon, ob sie hier geboren sind oder schon seit Jahren leben. The next quote that we're going to draw out is from Kim. People always try to force roots onto me. So one of the core questions that we're trying to bring into this project is also the way that culture and ideas of origin are essentialized. And Kim really calls this into question. Kim is an artist based in Berlin who was born in Vietnam and came as part of the boat people refugee wave into Germany when he was 7 years old. He completely rejects the idea of being described by a group identity. And in this project, we're not trying to have people reject group identities or claim group identities, but question the rigidness of those group identities and the ways they can be used to exclude. So
we want to invite that kind of thinking, and how can we get beyond rigid and oppressive and exclusive ideas of belonging. Sunny says, our communities are under attack and we can't just sit around, be quiet, work hard, and do nothing. And I think that Olga's going to speak a little bit more about the political context. I'm going to speak a little bit more about the political context. I think we probably have some ideas about what Sunny means by our communities are under attack. But we have to do something about it. And I think that we are looking for that kind of vision with this project. And we're looking to the conversation tonight, to the panelists who are bringing lots of different strategies and approaches to challenge those kinds of attacks that are happening right now. One tool that we're using in this project, and one tool that you'll experience tonight, is stories and storytelling. And that's where the website comes in. That's why we're here. We are going to be slowly but surely releasing many stories. Tonight, 115 went public and online, and there will be several hundred more released by us in the next months. But we also hope that this story collection becomes more than just the stories that we've collected so far, but becomes a strong voice and presence to provide different perspectives on what belonging can mean and what we want it to mean. So you can get a little bit of a picture here. We're not going to describe too much the functions of the website, because you have the evening after this to explore it. There will be iPads out there. You can look at the website. There's an installation where you can interact with some of the content. There's a video room where you can watch things. But if you have questions about the interface, please come talk to us. We're really excited about what we're putting out into the world. And I think that, I'll come back to that. Ja, das heißt, wir versuchen durch die Webseite Möglichkeiten, Tools, Ideen, Visionen mitzugeben, um Zugehörigkeit neu, anders, aus unterschiedlichen Perspektiven zu denken. Und eben eine Möglichkeit ist es, Geschichten selber zu machen, Geschichten auch selber zu erzählen. Und eine andere ist es, von Geschichte zu lernen und Geschichte tatsächlich selbst zu machen. Und da komme ich zu dieser Slide, genau zur Zeitleiste von Migration, Rechten und Zugehörigkeit, und gebe einen ganz kurzen Überblick, wie wir da hingekommen sind. Genau, es gab nie eine Zeit, in der Menschen nicht migriert sind. Doch erst ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde Migration gesteuert. Das hängt eng mit der Entstehung von Nationalstaaten in einem imperialen und kolonialen Kontext zusammen. Vor allem seit der Neuzeit und mit Beginn der Aufklärung dient die Form der Nation dazu, eine Gemeinschaft durch Mythen und die Annahme einer gemeinsamen Sprache, Kultur und Geschichte theoretisch zu begründen und durch die Errichtung von Grenzen und die Kontrolle von Migrationsbewegungen praktisch herzustellen. Diese Prozesse sind komplex und ohne Kenntnis und Verständnis des europäischen Kolonialismus und der Entstehung des Rassismus als Rechtfertigungsideologie nicht zu verstehen. Ein Fokus unserer Webseite reimaginebelonging.de ist es, diesen Prozess der Herstellung einer Nation und den dadurch begründeten Ein- und Ausschlussmechanismen über die Zeit nachzuzeichnen. Wer gehört zu welchem Zeitpunkt zum Wir und welcher Zugang zu bzw. Ausschluss von sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Rechten ist damit verknüpft? Gleichzeitig gab es immer Widerstände gegen Entrechtung und Ausgrenzung durch Formen der Selbstorganisation, widerständigem Verhalten oder Interventionen im Kunst- und Kulturbereich. Wir haben jetzt, um nur einige zu nennen. Wir wollten beides aus der Perspektive von Migrantinnen darstellen und so auch die einzelnen Geschichten der Geschichtensammlung in ihren sozialen, politischen und historischen Kontext einordnen. Deswegen heißt die Zeitleiste auch nicht nur Zeitleiste der Migrationsgeschichte, sondern Zeitleiste der Migration, Rechte und Zugehörigkeit. Und so haben wir die letzten drei Jahre insgesamt damit verbracht, zu recherchieren mit ganz vielen Freiwilligen, die daran mitgearbeitet haben, mit Community-Partnern zu reden, mit akademischen Beratern zu reden und um wirklich zu versuchen, die Geschichten zu finden und zu erzählen, die nur selten in der deutschen Geschichtsschreibung präsent sind. Das sind jetzt einige Beispiele, auch in der
Zeitleiste, die draußen hängt und die später erkundet werden kann. An den Fotos sieht man auch einige Beispiele. Das heißt, ja. Vor allem auch aus der Perspektive von Aktivismus und Widerstand und mit Bezug auch zur deutschen Kolonialgeschichte und ja, der Geschichte von Sinti und Roma auch. Wir haben noch einmal das ist nur ein Ausschnitt, wie ein Ereignis dann dargestellt wird. Ich werde auch dazu gar nicht viel sagen, einfach nur die Grundidee, dass es einen Text gibt und unten die Videogeschichten, die da mit in Zusammenhang stehen zu dem Ereignis und dann rechts nochmal ein Video oder ein Audioausschnitt und ein Zitat. Weitere Sachen, genau. Und wir haben im Rahmen des Projektes Unerhörte Geschichten in Kooperation mit Cultures Interactive und gesagt, gefördert durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, eine Projektwoche an Schulen gemacht und eine Lehrerinnenwerkstattreihe durchgeführt. Ich freue mich, dass auch einige da sind. Dann danke auch an Sie, die daran teilgenommen haben. Und wir sind gerade dabei, aus den daraus gemachten Erfahrungen nochmal Materialien zur Nutzung der Webseite in Schule und in der außerschulischen Bildungsarbeit zu entwickeln. Und das sind die ersten Cover. Draußen liegt auch nochmal ein Ausdruck mit dem Inhaltsverzeichnis für die einzelnen Themenbausteine. Wir haben 4 Themenbausteine fokussiert. Das ist einmal Migration, Identität und Zugehörigkeit, Rassismus und Medien und Repräsentation. Wir sind aber noch dabei, es fertig zu machen und hoffen, dass es bald soweit ist. Im Juli wollen wir es eigentlich auf der Webseite zur Verfügung stellen. Genau. Okay, I think we're going to wrap it up here. Thank you all for being patient with the presentation. This website is a work in progress. It's a community effort. You'll see a slide at the end of the night where we thank people. Even myself putting together the slide, I couldn't believe how many people have contributed. So I invite all of you to become part of that family of people who are contributing to telling this history differently, to sharing stories differently, and reimagining belonging. Differently, yeah. Older. So we're gonna. Thank you. Thank you. Yeah, and yeah. Audio. Yeah. Wir wollten eigentlich zum Abschluss in Erinnerung an das Zitat von Miemann, fremd seinem eigenen Land, ein kurzen Ausschnitt aus dem Lied spielen, weil ich glaube, Advanced Chemistry viele in irgendeiner Form beeinflusst hat und vieles wiedergespiegelt hat und auch einiges der Erfahrungen auch bündelt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das funktioniert. Und würden damit in den Abend gehen. Okay, and our speakers, our panelists are welcome to come up to the stage. We're done here. So it doesn't. Yeah, okay. It's not working. We'll play it later.